Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich habe euch nochmal ein wunderschönes Dreieckstuch mitgebracht. Ich habe das Muster einfach wunderschön gefunden oder ich finde es wunderschön und wollte euch das nicht vorenthalten. Ich finde, durch die Schrägen sieht das einfach toll aus. Eine kleine, einfache Bordüre drumherum gehäkelt und mit ganz leichter Wolle, also ganz leicht. Natürlich findet ihr wie immer gell, die Wolle und Nadelgröße etc. alles unten unter dem Video in der Infobox. Ihr klickt auf das Video und unten rechts habt ihr dann so einen Pfeil, den könnt ihr öffnen und da steht alles drin. Ja, okay ihr Lieben, es ist ganz einfach zu häkeln, das seht ihr ja schon, ganz einfaches Muster. Hier kommt es wirklich drauf an, wie die Seiten gehäkelt werden, ja. Also, ihr fangt im Prinzip so an, nehmt hier die Maschen auf. So, und dann werden die Maschen nur an einer Seite abgenommen. Ja, und wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich im Video. Da wieder auch Schritt für Schritt, Reihe für Reihe, zeige ich euch hier oben an. Und dann kriegt ihr das wunderbar hin. Und wie gesagt, es ist wirklich einfach. Wenn man den Dreh einmal raus hat mit den Enden, wo die Maschen abgenommen werden, lässt sich das super häkeln. Ja? Ich habe euch die Maschenanzahl für dieses Tuch angegeben und auch gleich noch für ein großes Tuch. Ja? Das findet ihr alles im Video. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie groß dieses ist. Das ist wirklich ein kleines für ein Kind. Das hat hier oben eine Länge, so nach dem Nassmachen und nach dem Trocknen lassen, eine Länge von 94 circa, ja, 94 cm und in der Tiefe, also von der Spitze an gemessen, da habe ich hier, Moment, so, da habe ich hier, machen wir es, warte, erwartet. So, haben wir hier ungefähr 44 cm, ja? Okay, so, sonst gibt es nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Häkeln und ja, besucht mich auf Facebook, könnt mir gerne Fotos schicken von euren Projekten, da freue ich mich immer wieder. Kann ich nur immer wiederholen. Und auch hier an der Stelle erstmal danke für die Fotos, die mir zugesendet werden. Und ja, und auf Instagram könnt ihr mich gerne auch besuchen, wenn ihr mögt. Und natürlich diesen YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Und vergesst dann aber auch nicht, die Glocke zu betätigen. Dann bekommt ihr immer Informationen, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's, viel Spaß. So, ihr Lieben, wir brauchen für die im Video jetzt gezeigte Größe 156 Luftmaschen. Wenn ihr das natürlich größer haben möchtet und auch mit der Wolle und der Nadelgröße häkelt, welches ihr auch wieder unten in der Infobox findet, was das für Wolle ist und welche Nadelgröße ich verwendet habe, findet ihr alles in der Infobox, gell? Und natürlich auch, wie viel Wolle ich für dieses Tuch im Video verbraucht habe. Also nochmal, 156 für dieses Dreieckstuch, was ich im Video zeige. Und wenn ihr ein großes haben wollt, also für euch, dann die Anzahl der Luftmaschen verdoppeln, das heißt 312 Maschen, ja, für ein großes. Okay, dann fangen wir an, 156 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 53, 54, 55, 56, also 156 Luftmaschen habe ich jetzt aufgenommen und wir beginnen mit der ersten Reihe. So, die erste Reihe beginnt mit einem Umschlag und jetzt stechen wir in die vierte Masche ab Nadel. 1, 2, 3, in die vierte stecht ihr ein, da wird begonnen. Faden holen,
die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen. Umschlag. Jetzt gehen wir in die nächste Masche. Die nächste freie Masche mit Umschlag. Faden holen. Die ersten beiden Schlaufen wieder abhäkeln. Die anderen drei auf der Nadel lassen. Umschlag. Wir gehen in die nächste freie Masche mit Umschlag, Faden holen und die ersten beiden Schlaufen abhäkeln. Wir haben vier Schlaufen auf der Nadel, wir holen uns den Faden und ziehen durch alle vier Schlaufen durch. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen, Umschlag. Jetzt lassen wir hier unten zwei Maschen frei, gehen in die dritte Masche, also zwei freilassen, in die dritte freie Masche, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Dann wieder Umschlag und wir gehen in die nächste freie Masche, Faden holen. Die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und dann die nächsten beiden. Also wieder ein Stäbchen. Umschlag in die nächste freie Masche, Faden holen und wieder ein Stäbchen häkeln. Die ersten beiden Schlaufen und dann die letzten beiden Schlaufen. Und ein viertes Stäbchen in die nächste freie Masche. Haben wir unser erstes Viererset Stäbchen. Wir machen zwei Luftmaschen. Wir lassen wieder zwei Maschen frei. Also zwei Maschen frei lassen, in die dritte wieder einstechen. Und jetzt kommen wieder vier Stäbchen. Also ein Stäbchen, dann in die nächste freie Masche. Zweites Stäbchen. Ups. Dann ein drittes Stäbchen in die nächste freie Masche und ein viertes Stäbchen auch in die nächste freie Masche. So, das nächste Viererset Stäbchen. Dann wieder zwei Luftmaschen, zwei freilassen, zwei Maschen hier freilassen und wieder in die dritte und wieder vier Stäbchen häkeln. Dann wieder zwei Luftmaschen, zwei freilassen und in der dritten wieder anfangen und die vier Stäbchen häkeln. Und wieder zwei Luftmaschen. Wieder zwei freilassen und in die dritte einstechen und wieder vier Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe und am Ende der Reihe bin ich wieder da. Bis gleich. So, da haben wir die erste Reihe geschafft. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Luftmaschen und wir wenden. Wir häkeln jetzt die Stäbchen wieder zurück. Also wir stechen jetzt hier in die zweite Masche über dem zweiten Stäbchen und häkeln wieder ein Stäbchen. Und auch hier über das dritte wieder ein Stäbchen. Und auch über das vierte Stäbchen ein neues Stäbchen. Jetzt wieder zwei Luftmaschen
und wir häkeln 4 Stäbchen über die nächsten 4 Stäbchen. Und wieder 2 Luftmaschen. Und dann die nächsten 4 Stäbchen. Das machen wir die ganze Reihe. Allerdings am Ende der Reihe bin ich dann auch wieder da, damit ich euch das Ende der Reihe 2 zeigen kann. Ja? Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. So, wir sind am Ende der Reihe 2 angekommen. Hier haben wir nochmal die 4 Stäbchen. Wir machen jetzt nochmal 2 Luftmaschen Umschlag. Und jetzt gehen wir hier über die zusammengehäkelten Stäbchen einmal drüber, stechen ein, holen uns den Faden. Wir häkeln hier wieder die ersten beiden Schlaufen ab. Die anderen lassen wir auf der Nadel. Umschlag. Wir gehen jetzt hier in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen wieder abhäkeln. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel und jetzt häkeln wir alle 3 Schlaufen mit einmal ab. Also wir haben hier 2 Stäbchen zusammengehäkelt, ja? Okay, ihr Lieben, Reihe 2 geschafft, kommen wir zur Reihe 3. Die Reihe 3 beginnt mit 3 Luftmaschen und wir wenden. Wir machen einen Umschlag und jetzt häkeln wir hier gleich wieder über die 4 Stäbchen drüber. Also über jedes Stäbchen wieder ein neues Stäbchen. So, und dann seht ihr hier auch die Schräge, ja, vom Tuch. Okay, dann wieder 2 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen. Das häkeln wir wieder bis zum Ende der Reihe. Also immer 4 Stäbchen und 2 Luftmaschen. 4 Stäbchen und dann 2 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen. So, da haben wir auch die Reihe 3 geschafft, auch hier in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens kommt unser letztes Stäbchen. So, kommen wir zur Reihe 4. Auch die beginnt hier mit 3 Luftmaschen und wir wenden. Wir häkeln jetzt wieder zurück, auch wieder unsere 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Und da bin ich wieder da, damit ich euch wieder das Ende zeigen kann. Ne? Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis gleich.
So, wir sind am Ende der Reihe 4 angekommen. Wir haben hier nochmal 4 Stäbchen gehäkelt. Wir machen jetzt 2 Luftmaschen, Umschlag. Wir häkeln ein Stäbchen hier über das Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die nächsten 3 Stäbchen zusammen. Das heißt Umschlag, wir gehen über das nächste Stäbchen hier, über das zweite, ja. Holen uns den Faden, wir häkeln die ersten beiden Schlaufen ab, die anderen beiden lassen wir auf der Nadel, dann wieder Umschlag, ins nächste Stäbchen Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und die 3 auf der Nadel lassen und nochmal Umschlag und über das letzte Stäbchen Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss alle 4. Und da haben wir die Reihe 4 abgeschlossen. Kommen wir zur Reihe 5. So, die Reihe 5 beginnt mit 2 Luftmaschen und wir wenden. Umschlag und wir gehen hier über das Stäbchen und häkeln wieder ein Stäbchen. So, dann kommen 2 Luftmaschen und wir häkeln hier wieder unsere 4er-Sets Stäbchen mit den 2 Luftmaschen dazwischen wieder zurück bis zum Ende der Reihe 5. So, und da haben wir jetzt Reihe 5 geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und kommen wir zur Reihe 6. Auch da wieder 3 Luftmaschen und wir wenden. Und wir häkeln jetzt bei Reihe 6 auch wieder die ganzen Stäbchen mit den 2 Luftmaschen bis zum Anfang der Reihe hier. Ja. Da bin ich wieder da und zeige euch das Ende der 6. Reihe, ja. Also jetzt erstmal wieder 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. So, jetzt sind wir hier auch wieder am Ende der Reihe 6 angekommen. Hier machen wir jetzt ein doppeltes Stäbchen, also ein Umschlag, 2 Umschläge und wir gehen hier über dieses Stäbchen da einstechen und ein doppeltes Stäbchen häkeln, Faden holen, durch die ersten beiden Schlaufen, dann durch die nächsten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. So, dann haben wir die Reihe 6 geschafft. Die Reihe 7 beginnt mit 3 Luftmaschen. Wir wenden. Umschlag. Wir lassen hier jetzt das eine Stäbchen frei. Und wir gehen jetzt in das zweite Stäbchen, ja, also eins freilassen, hier in das zweite Stäbchen mit Umschlag einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und die anderen beiden auf der Nadel lassen. Dann wieder Umschlag, wir gehen ins nächste Stäbchen, Faden holen, wir häkeln auch hier die ersten beiden Schlaufen ab. Und dann lassen wir die 3 Schlaufen auf der Nadel. Dann wieder Umschlag. Und wir gehen hier über das 4. und letzte Stäbchen des 4er-Sets. Holen uns den Faden. Häkeln die ersten beiden Schlaufen ab. Dann haben wir 4 Schlaufen noch auf der Nadel. Und jetzt häkeln wir die mit einmal ab.
Wir haben also hier jetzt drei Stäbchen zusammengehäkelt, ja, zusammengefasst. Okay, dann wieder zwei Luftmaschen und wir häkeln wieder unsere Vierersets. Bis zum Ende der Reihe. So, da haben wir jetzt auch die siebte Reihe geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Und jetzt wird wiederholt ab Reihe 2 bis Reihe 7. Also immer hier vorne, ja, Reihe 2. Wir häkeln jetzt quasi die Reihe wieder zurück mit den vier Stäbchen und den zwei Luftmaschen. Und am Ende kommt hier der Abschluss von Reihe 2. Das heißt, hier werden dann jetzt zwei Stäbchen zusammengehäkelt. Ja, dann geht es weiter mit Reihe 3, dann Reihe 4, Reihe 5, Reihe 6 und Reihe 7. Und wenn ihr die gehäkelt habt, fangt ihr wieder bei Reihe 2 an. Ja, es geht im Prinzip ja immer hier vorne um diesen, einmal dem Anfang und einmal dem Ende. Gell? Ab Reihe 2 bis Reihe 7 stetig wiederholen. Und zwar so lange, bis ihr zum Schluss nur noch vier Stäbchen übrig habt. Ja? Und da bin ich natürlich wieder da und zeige euch nochmal den Abschluss. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, erstmal ganz viel Spaß beim Häkeln und bis gleich. So, wir sind jetzt am Ende des Tuchs erstmal angekommen. Bin jetzt hier mache ich noch mal die Reihe 2, das heißt die zwei Stäbchen zusammenhäkeln. So, jetzt habe ich hier noch die eine Reihe, da machen wir auch hier noch mal drei Luftmaschen und wir wenden noch mal so Umschlag. So, und jetzt lassen wir hier wieder diese frei und die letzten drei Stäbchen werden wieder zusammengehäkelt. So, und da haben wir dieses Tuch soweit fertig. Wer möchte, kann es jetzt hier beenden. Einfach noch eine Luftmasche und den Faden abschneiden. Wer noch eine Abschlusskante möchte, bleibt einfach dran. So. Und die Abschlusskante würde jetzt hier an diesen beiden Seiten gehäkelt werden. Genau. Okay, dann würde ich sagen, zeige ich euch die Abschlusskante. Los geht's. So, die Umrandung beginnt mit einer Luftmasche und wie gesagt, schaut, dass ihr auch hier die Ecke, dann die Richtung habt zur Ecke, ja, hier unten und dann geht es wieder hier hoch. Okay, so, wir haben jetzt eine Luftmasche gehäkelt und jetzt gehen wir gleich hier vorne nochmal in die erste Masche hier. Geht ihr noch mal rein, holt den Faden und macht eine feste Masche. Ihr häkelt jetzt in jede Masche eine feste Masche. Wirklich schauen, dass ihr jede Masche erwischt. Am besten immer zwei Fäden auf der Nadel hier, gell? Zwei Maschenglieder.
Und das machen wir jetzt, wie gesagt, die beiden Seiten hier auch. Gucken, dass ihr beide Maschenglieder erwischt, die auf der Nadel sind. Ihr habt es gerade nicht erwischt. Moment. Das ist nur ein. Wir wollen aber zwei. Da muss man mal ein bisschen genauer hingucken. So, jetzt. Und auch wieder hier die nächste Masche. Auch wieder zwei Maschenglieder und eine feste Masche. Und das macht ihr jetzt, wie gesagt, diese Seite. Dann seid ihr unten an der Ecke. Da bin ich aber nochmal da an der Ecke und dann geht es wieder hier hoch, gell? Okay, dann bis gleich, machen wir erstmal die eine Seite und dann bin ich wieder da. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. So, wir sind jetzt hier an der Spitze angekommen. Da stechen wir direkt mal in die Spitze ein, holen den Faden, machen drei feste Maschen in die Spitze. Drei feste Maschen. So. Direkt in der Spitze, ja? So, wo ist mein Faden? Den wollte ich eigentlich gleich mit einhäkeln. So. Und dann geht ihr einfach hier wieder rüber in die nächste Masche und macht da mit euren festen Maschen weiter. Ja, wieder in jede Masche eine feste Masche. Und bis wir wieder am Ende der Reihe angekommen sind. Und da bin ich wieder da. So, da haben wir das auch geschafft. Jetzt die nächste Reihe. Das heißt, wir machen vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Und wir wenden. Jetzt häkeln wir die Seite wieder zurück. Und zwar so vier Luftmaschen, ein Umschlag. Dann lasst ihr hier unten zwei Maschen frei. Zwei frei und hier in die übernächste. Also zwei Maschen freilassen und dann in die nächste einstechen mit Umschlag und ein Stäbchen häkeln. Dann wieder zwei Luftmaschen, Umschlag, zwei freilassen, zwei freilassen und dann in die dritte einstechen und Stäbchen häkeln. Dann wieder zwei Luftmaschen, zwei freilassen. Und in die dritte einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir so bis zur Ecke und dann bin ich wieder da. Also zwei Luftmaschen, zwei freilassen und ein Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, zwei freilassen und ein Stäbchen häkeln. Und an der Spitze bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, wir sind jetzt an der Spitze angekommen. Wir machen hier nochmal zwei Luftmaschen, Umschlag. Jetzt stechen wir genau in die Mitte ein. Wir haben jetzt hier eine Masche übrig. Genau in die Mitte einstechen von den drei festen Maschen, die wir vorhin gehäkelt haben. Machen ein Stäbchen. Jetzt häkeln wir vier Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, Umschlag und wir stechen nochmal in die mittlere feste Masche der Spitze ein und häkeln noch ein Stäbchen. Dann machen wir wieder zwei Luftmaschen, Umschlag. Da wir jetzt hier nur eine freigelassen haben, lassen wir hier jetzt auch nur eine frei. Also wir gehen in die übernächste mit Umschlag und machen ein Stäbchen. Dann wieder zwei Luftmaschen und jetzt lassen wir wieder zwei Maschen frei und gehen in die dritte Masche. Ja, so eins, zwei und jetzt in die dritte Masche einstechen. Na?
eins, zwei in die dritte Masche und Stäbchen häkeln. Und wieder zwei Luftmaschen und wieder zwei freilassen. Eins, zwei und in die dritte einstechen und Stäbchen häkeln. Also wir häkeln die Seite jetzt auch wieder mit zwei Luftmaschen, zwei Maschen freilassen, in die dritte einstechen und Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe bin ich wieder da. So, da haben wir die Reihe auch geschafft. Ich habe sogar schon jetzt ein Knäuel verbraucht für die Größe. Und nehmen wir das nächste Knäuel und wir beginnen die nächste Reihe mit vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Upsa. So. Hier mache ich noch eine mehr, weil ich jetzt hier angehäkelt habe. Also aber wenn ihr ein anderes Knäuel habt und hier gerade nicht wechseln müsst, macht ihr bitte vier Luftmaschen, ja? Und dann wenden wir. So, wir nehmen uns einen Umschlag und wir gehen über das erste Stäbchen und häkeln wieder ein Stäbchen. Dann wieder zwei Luftmaschen und über das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt in den nächsten Zwischenraum hier kommen zwei Stäbchen, werden da zwei Stäbchen reingehäkelt. Und dann wieder Umschlag und über das Stäbchen ein Stäbchen. So, jetzt machen wir drei Zwischenräume, ja, also das heißt zwei Luftmaschen. Wir gehen über das Stäbchen und häkeln ein Stäbchen. Wieder zwei Luftmaschen und über das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und wieder zwei Luftmaschen und nochmal über das nächste Stäbchen ein neues Stäbchen. So, wir haben jetzt hier drei Zwischenräume gehäkelt. Hier kommen jetzt wieder in den nächsten Zwischenraum wieder zwei Stäbchen. Und dann ein Stäbchen über dem kommenden Stäbchen. Und jetzt kommen wieder drei Zwischenräume, ja, also wieder zwei Luftmaschen und wieder über dem ersten Stäbchen, was kommt, einstechen, ein neues Stäbchen häkeln und wieder zwei Luftmaschen über das nächste Stäbchen, Stäbchen häkeln und nochmal zwei Luftmaschen und Stäbchen häkeln. Und da haben wir wieder unsere drei Zwischenräume. Jetzt kommen wieder die zwei Stäbchen in diesen Zwischenraum, in den kommenden. Und dann ein Stäbchen über dem Stäbchen. So. Und jetzt kommen wieder die drei Zwischenräume. Wer möchte, kann natürlich die Stäbchen in die Luftmaschen häkeln, aber das wisst ihr ja schon, da bin ich faul, ich häkel das so. Okay, ihr Lieben, das häkeln wir jetzt erstmal bis zur Ecke, also bis zur Spitze besser gesagt, ja, bis hier hoch. Und da bin ich wieder da und zeige euch die Spitze des Tuchs. Okay, dann bis gleich. So, wir sind jetzt an der Spitze angekommen vom Tuch. Machen wir gerade nochmal. Na. So. Dann macht ihr zwei Luftmaschen, Umschlag. Und ihr geht hier in die Mitte, stecht ihr ein in die Spitze und häkelt ein Stäbchen. So. Dann macht ihr vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und natürlich auch noch eine vierte. So, dann wieder Umschlag. Und ihr stecht nochmal hier in die Spitze, in dieselbe Masche ein.
und häkelt ein Stäbchen. So, dann wieder zwei Luftmaschen und in die nächste, über das nächste Stäbchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. So, dann haben wir die Spitze. Ja? Jetzt seht ihr, hier haben wir ja auch die drei leeren Kästchen oder die Zwischenräume, die drei. Ja, hier ist die Spitze, hier sind drei leere Kästchen. Das machen wir natürlich auf der Seite auch, damit das gleich ist. Ja? So, dann wieder zwei Luftmaschen. Es kann natürlich sein, dass ihr nur zwei Kästchen habt, zwei Zwischenräume oder sogar nur eins. Kommt immer dann drauf an, wie viele Maschen ihr am Anfang aufgenommen habt. Und Hauptsache, die Spitze sieht dann gleich aus. Gell? Also es kann sein, dass ihr zwei leere Kästchen hier habt oder sogar nur eins. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Okay? So, ich habe jetzt die drei leeren Kästchen und jetzt kommen hier wieder meine zwei Stäbchen in den Zwischenraum. Und dann wieder ein Stäbchen über dem Stäbchen. Und dann wieder meine drei Zwischenräume. Und dann wieder die zwei Stäbchen in den Zwischenraum häkeln. Das machen wir bis zum Ende der Reihe und dann bin ich wieder da. Dann bis gleich, ihr Lieben. So, wir sind am Ende angekommen. Bei mir endet das mit den Stäbchen im Zwischenraum. Das macht aber überhaupt nichts. So, das letzte Stäbchen setze ich in die zweite Luftmasche des Ersatzstäbchens vom Anfang der Vorreihe. Ich will immer hier zwei Maschen, die da auf der Nadel haben. So, okay. So, und die nächste Runde ist ganz einfach. Wir machen hier drei Luftmaschen und wenden. Und wir häkeln jetzt über jedes Stäbchen ein Stäbchen und in jeden Zwischenraum kommen zwei Stäbchen. Also wir häkeln die ganze Reihe nur Stäbchen. So, also jetzt im Zwischenraum zwei Stäbchen. Dann über dem Stäbchen natürlich ein Stäbchen. Und wieder zwei Stäbchen. Dann über dem Stäbchen ein Stäbchen. Dann wieder zwei Stäbchen in den Zwischenraum. Und ein Stäbchen über dem Stäbchen. Und dann haben wir ja schon die Stäbchen der Vorreihe. Da natürlich auch jeweils ein Stäbchen drüber häkeln. Und wieder Stäbchen über Stäbchen. Also wirklich nicht schwer. Hier wieder zwei Stäbchen in den Zwischenraum. Dann wieder über das Stäbchen ein Stäbchen und so weiter bis zur Spitze. Ja? Okay. Und an der Spitze bin ich wieder da. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. So, wir sind an der Ecke oder an der Spitze angekommen und in die Spitze selber häkeln wir jetzt acht Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier,
5, 6, 7 und 8. So, dann wieder hier natürlich ein Stäbchen über dem Stäbchen und dann wieder wie gehabt, ne? Die zwei Stäbchen in die Zwischenräume. Dann wieder über dem Stäbchen ein Stäbchen, also wie wir jetzt die Reihe schon am Anfang gehäkelt haben. Und das machen wir auch wieder bis zum Ende der Reihe. Dann bis gleich. So, und das letzte Stäbchen kommt in die zweite Luftmasche des Ersatzstäbchens. So. Und jetzt kommt noch die Reihe, die wir hier oben als Abschluss häkeln. Ja? Da führen wir das hier gleich weiter. So. Wir beginnen hier mit zwei Luftmaschen Umschlag. Wir gehen hier auch gleich vorne rein. Holen uns den Faden und häkeln ein halbes Stäbchen. Ziehen also den Faden durch alle Schlaufen durch. Dann wieder Umschlag, dann hier in den Zwischenraum, auch da halbes Stäbchen. Wir machen ein zweites halbes Stäbchen da rein. Dann gehen wir hier rüber, halbes Stäbchen. Die Fäden, wenn ihr auch da Fäden habt, einfach mit einhäkeln. Dann hier in die Masche, halbes Stäbchen, die nächste Masche, halbes Stäbchen und in jede weitere Masche ein halbes Stäbchen. So. Das machen wir die ganze Reihe und am Ende der Reihe bin ich nochmal da. Dann bis gleich. So, und dann machen wir hier zum Schluss nochmal. Wer möchte, kann natürlich hier jetzt nochmal eine Runde halbe Stäbchen drumherum häkeln, gell? Also hier nochmal halbe Stäbchen, wer möchte. Ansonsten Luftmasche häkeln, rausziehen und abschneiden. Und dann haben wir es geschafft. So, mal gucken, wie rum. So, und wenn wir das jetzt noch ein bisschen spannen, dann ist das hier oben, dann auch rollt sich das nicht mehr. Also was heißt spannen, nass machen und ein bisschen in Form bringen, ja? Okay. Diesmal natürlich keine Stärke, sonst wird das zu fest. Ich finde, das sieht toll aus. Und vor allem mit der Bordüre hier, mit der kleinen, einfachen Bordüre, kommt diese schräge, finde ich, richtig gut zur Geltung. Ja, einmal so rum, wenn sie nochmal umdrehen, so ist es richtig rum. Genau. Okay, super. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde das richtig, richtig schön, das Dreieckstuch. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, gell? Und genießt das schöne Wetter. Ja, und bis bald, sage ich. Macht's gut. Tschüss.